Geschichte mit Fußabdrücken in den Schmutz. Ihr schreibt Geschichten ans Finanzamt. Es gibt halt Dinge, an die ich mich nicht gewöhnen kann. Werd niemals niederknien, solange ich noch stehen kann. Ich pisse in alle Ecken, auch wenn's euch nicht gefällt. Pisse hier, pisse da. Ich bin lieb, weißt du das? Hm? Hm. Höflich, du bist nicht nett, du bist höflich, weißt du? Du bist die ganze Zeit so überhöflich. Höflichkeit ist auch eigentlich eine Art zu Gewalt, aber es ist eine Gewalt gegen dich, verstehst du? Du musst einfach sagen, was du willst und dann kriegst du es auch, weißt du? Ready? Bei Tiger Girl gab es kein konventionelles Drehbuch, bedeutet dies automatisch mehr künstlerische Freiheit? Nein. Nein. Gemeinsamkeiten zwischen den Filmrollen und Ella Rumpf und Maria Dragos. Bist du so wie Tiger? Nö, du bist nicht wie Vanilla. Zum Glück, oder? Ja. Wäre schon ziemlich schlimm, wenn wir so wären eigentlich. Ja, wir sind nicht so. Aber hast du eine Gemeinsamkeit, die dich mit Tiger verbindet? Ja. Aber das. Ja, ich will es nicht sagen. Nein, das will ich nicht sagen. Berlin ist laut, dreckig und wild. Schonungslos. Mit welchen Regisseuren möchtet ihr gerne einmal zusammenarbeiten? Xavi Dolan. Oh, vielen Dank. Ah, du auch? Und auch dann. Ja, Xavi Dolan. Welches Filmgenre mögt ihr am liebsten? Alles, wenn es ein richtig guter Film ist. Ja, das stimme ich zu. Kann ich gleich mitstimmen. Yeah. Vorstellen, ich habe aber unseren Darstellern, nämlich der lieben Ella und Maria, gesagt, wir müssen auf jeden Fall nach der Premiere auf der Berlinale nochmal eine Premiere hier in Berlin machen, weil es das beste Publikum. Ella kommt aus der Schweiz und gesagt, naja, die Schweizer sind immer ein bisschen reservierter, aber ich habe gesagt, die Berliner flippen total aus. Also herzlich willkommen im Namen der Konstantin Film, Fogmar Film und unserem Partner Red Bull heute Abend zur Premiere von Tiger Girl. Geht doch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Entspann dich doch mal, ne Hund. Entschuldigung. Was denn? Bleib's hier stehen. Halt mal. Hier. Komm, gib mir Hey, Entschuldigung, ich will echt nicht stören, aber ich kann solche Typen einfach nicht leiden, verstehst du? Denn du weißt nicht, wie man feuert.